Guten Morgen, meine Lieben. Ihr seht, bei mir ist es noch sehr früh, deshalb haben wir auch künstlich gerade, weil es ist draußen noch ziemlich dunkel. Und nichtsdestotrotz ist es Sonntag und Zeit fürs Wochenupdate. Ich habe die Woche 100 Gramm zugelegt, behauptet die Waage. Ich finde es die Woche überhaupt nicht schlimm, aber da kommen wir gleich zu. Wir messen erstmal. Hüfte 104, Taille, ich mache mal falsch rum zur Zeit, ne? Taille 89. Brust 106. Oberschenkel 57. Ups, Entschuldigung. Und Oberarm 32, 104, 89, 106. Ich habe, glaube ich, bei allem 1 cm abgenommen, außer dem Oberarm. Und das bestätigt auch eher meine Vermutung, weil ich habe die Woche ganz brav 2x3 Einheiten Kanga-Training gemacht. Und zwar dachte ich mir, ich habe ja bisher nur davon geredet, diese DVD ist es, die ich dazu benutze. Und da mache ich halt eigentlich nur die Übungen mit Kind. Also da gibt es ja auch noch Bodenübungen auf der DVD, aber da komme ich nicht zu. Aber ich mache wirklich alle drei Kanga-Intervalltrainings hintereinander weg. Vorher halt Warm-up und Cooldown. Ich habe bisher noch nicht auf die Uhr geschaut, aber ich schätze mal, also das ist eine Dreiviertelstunde am Stück und das habe ich die Woche 2x gemacht. Ich bin irgendwie so eine, die sich, ich trage das nicht ein. Deshalb, ja. Ich habe die Woche 14 Wochenpunkte übrig gehabt. Ich gehe mal davon aus, dadurch, dass ich ja den Sport eigentlich hatte, dass es mehr wäre, aber ist ja nicht dramatisch und ja. Ne? Insofern die 100 Gramm Zunahme auch absolut verkraftbar, weil gestern habe ich reingehauen, da waren wir im Kino, da gab es jede Menge Nachos und Popcorn. Ich habe zweimal Sport gemacht. Muskeln wiegen ja angeblich mehr wie. Ne? Und zentimeterweise habe ich abgenommen, also scheiß auf 100 Gramm. Genau. Dann war diese Woche das erste Mal, dass ich nur 30 Punkte jeden Tag hatte. Also letzte Woche war die Abnahme so hoch, dass ich jetzt einen Punkt wieder runtergestuft wurde. Das ist jetzt auch immer noch so. So langsam merke ich, dass es knapp wird für mich. Also je weiter ich jetzt dann doch noch Pünktchen für Pünktchen verliere, desto eher werde ich auch mein Wochenextra aufbrauchen, weil ich sonst anders gar nicht irgendwie zu Rande komme. Aber es macht nichts, weil man kommt ja doch immer näher seinem Ziel. Und ja, ich freue mich schon so ein bisschen drauf, weil ich gehe mal davon aus, an meinem Geburtstag im Dezember, beziehungsweise auch am ersten Geburtstag von dem Kleinen, habe ich eine 7 vorne dran stehen, auf jeden Fall. Das ist realistisch. Und das ist schon echt cool, da freue ich mich richtig drüber. Ansonsten habe ich noch einen kleinen Tipp. Und zwar diesen Quark hier zum Beispiel, beziehungsweise es gibt auch einen von Weight Watchers, der hat genauso viele Punkte. Ich nehme mir immer, also ich finde den leckerer als den von Weight Watchers, muss ich sagen. Ich nehme mir immer von dem 100 Gramm.
Dann eine ganze Banane oder ihr könntet auch einen Apfel nehmen oder was weiß ich was. Und macht mir dann so einen Teelöffel ungefähr von der Menge Zucker Zimt mit bei oder nur Zucker, je nachdem, was für Obst drin ist. Das sind dann 2 Punkte und das macht wirklich satt. Und es ist auch recht lecker. Also das kann ich empfehlen. 2 Punkte zwischen Mahlzeit, satt, lecker, ist in Ordnung. Und wenn man mal nicht Bock auf was Süßes hat, dann kann man sich eine Kartoffel dazu kochen. Dann hat man halt Kartoffel plus 1 Punkt. Genau. So, diese Woche habe ich meine Informationen wirklich mal schnell runtergerasselt. Ja, sonst gibt es eigentlich nicht viel Spannendes. Ihr seht, ich bin schon fertig. Wie gesagt, es ist noch ziemlich früh. Wir haben heute ein bisschen was vor. Der Kleine hat heute Nacht das erste Mal bei Oma und Opa geschlafen. Und wir fahren dann auch hin und dann wird heute lecker gegessen. Das heißt, heute wird direkt gesündigt. Letzte Woche war ich verhältnismäßig brav. Aber ja, schauen wir mal. Ich habe ja dann noch die ganze Woche Zeit, das wieder runterzukriegen. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Sonntag und wir sehen uns. Ciao.